Ja, Felix, nicht mehr lange ist es hin. Dann startet die Halbfinalserie gegen Mannheim. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Kribbelt's schon? Ja, heute ist Dienstag, also nur noch Mittwoch und Donnerstag. Und dann geht's am Freitag los. Wir sind schon alle voller Vorfreude auf das Spiel 1 in Mannheim am Freitag. Und man spürt schon das Kribbeln, dass es jetzt wieder losgeht. Der RC ist wie schon gegen München wieder als Underdog. Wie gefällt euch als Mannschaft diese Rolle? Ja, wie du schon gesagt hast, ich denke, wir sind der Underdog, auch in der Serie jetzt gegen Mannheim. Gegen München hat es gut funktioniert, aber ich würde uns nicht als, ja, wie soll ich sagen, ich würde uns vielleicht als Außenseiter mit Chancen sehen. Also wir gehen dahin, um zu gewinnen und wir schauen einfach mal, was nach Spiel 1 passiert. Ja, für dich ist es natürlich was sehr Spezielles. Du spielst gegen viele alte Teamkollegen, gegen den Ex-Club. Beschreib einfach mal, inwiefern das überhaupt jetzt was wirklich Besonderes ist für dich. Ja, du hast es schon erwähnt. Das ist mein Ex-Verein, wo ich lange Zeit gespielt habe. Aber für mich ist jetzt vielleicht, sag ich mal, ich versuche das alles auszublenden. Halbfinale allein, das ist schon was Besonderes. Das ist für mich das erste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, in den Playoffs zu spielen. Und da ist es schon besonders genug. Und ja, das ist Mannheim hin und her. Ich spiele für Wolfsburg und freue mich jetzt auf die kommenden Spiele.